Du möchtest deine Fotos und Videos von dem iPhone auf deinen PC übertragen? In diesem Video zeigen wir alle Möglichkeiten, die dir dabei zur Verfügung stehen. Wenn du stattdessen deine Fotos und Videos vom PC auf das iPhone übertragen möchtest, guck dir dieses Video an. Hier ist die Vorgehensweise etwas anders. Als allererstes solltest du ein paar Einstellungen an deinem iPhone vornehmen, um einen reibungslosen Datentransfer zu gewährleisten. Solltest du hier die iCloud-Fotos aktiviert haben, wähle Laden und Originale behalten aus. Durch die Einstellung iPhone-Speicher optimieren liegen ansonsten die Dateien nur in einer komprimierten Version auf dem iPhone vor. Scrolle danach ganz nach unten. Was du hier einstellst, hängt von deinen Formateinstellungen der Kamera ab. Wechsle dafür in die Kameraeinstellungen und gehe dann auf Format. Ist hier High Efficiency ausgewählt, liegen die Fotos auf deinem iPhone im HEIF und Videos im HEVC Format vor. Viele Programme auf dem PC können diese Dateien nicht öffnen. Die Einstellung Maximale Kompatibilität speichert Fotos im JPEG und Videos im H264 Format ab, welche mit fast allen Programmen und Systemen kompatibel sind. Hast du also keine speziellen Programme für HEIF und HEVC, solltest du also unter Fotos den Punkt automatisch aktivieren. Dadurch werden die Dateien bei der Übertragung automatisch in ein kompatibles Format gebracht. Sollten deine Fotos im JPEG-Format vorliegen, kannst du Originale behalten auswählen. Änderst du die Formateinstellung für die Kamera, hat das allerdings nur Auswirkungen auf zukünftige Fotos. Vorhandene Fotos werden dadurch nicht konvertiert. Zudem solltest du sicherstellen, dass du entweder ein originales oder ein MFI-zertifiziertes Lightning-Kabel verwendest. Achte auch darauf, dass du das iPhone an deinem USB 2.0-Port anschließt. Unter USB 3.0 können die meisten iPhones nämlich nicht erkannt werden. Solltest du kein geeignetes Lightning-Kabel zur Hand haben, erklären wir gleich auch, wie man Fotos und Videos kabellos übertragen kann. Die einfachste Methode, Fotos und Videos auf dem PC zu übertragen, funktioniert über den Windows Explorer. Schließe dein iPhone an den PC an. In der Regel musst du dein iPhone entsperren und den Zugriff am iPhone erlauben. Klicke im Explorer unter dieser PC auf dein iPhone, Internal Storage und dann Dezim. Die Fotos liegen entweder alle in einem Ordner oder sind wie hier nach Datum geordnet. Nun kannst du die Fotos, die du übertragen möchtest, einfach markieren und anschließend per Drag and Drop auf den PC ziehen. Eine andere Möglichkeit, die Fotos zu übertragen, funktioniert über die Windows 10 Foto App. Klicke hier oben rechts auf Importieren und wähle vom verbundenen Gerät aus. Wähle anschließend dein iPhone aus. Jetzt werden alle deine Fotos vom Gerät angezeigt. Entweder kannst du hier einzelne Fotos auswählen oder alle Elemente markieren und auf den PC übertragen. Unter Ziel ändern wählst du den Speicherort für deine Fotos und Videos aus. Schreib uns an dieser Stelle doch mal in die Kommentare, ob die Übertragung bei dir einwandfrei funktioniert hat. Wenn du Probleme bei der Übertragung hast, schreib uns das auch in die Kommentare. Wir werden dir auf jeden Fall antworten und versuchen dir weiterzuhelfen. Sollte die Übertragung bei dir nicht geklappt haben, kannst du auch iTunes zur Übertragung verwenden. Jedoch brauchst du dafür noch die kostenlose VLC-App. Wähle in der Fotomediathek alle Fotos und Videos aus, die du übertragen möchtest und klicke links unten auf die Option. Scrolle nach unten und wähle in Dateien sichern. Unter Auf meinem iPhone kannst du die Fotos und Videos jetzt in die VLC-App abspeichern. Klicke dann auf Sichern. Wechsle an deinen PC und klicke in iTunes auf das kleine iPhone-Symbol oben links und dann auf Dateifreigabe. Wähle aus der Liste die VLC-App aus. Hier kannst du die Dateien nun markieren und anschließend mit dem Button Speichern auf deinen PC übertragen. Die Dateien lassen sich über die VLC-App auch kabellos per WLAN auf dem PC übertragen. Klicke dafür in der App auf Netzwerk und aktiviere die WLAN-Freigabe. Darunter erscheint eine IP-Adresse, die du am PC im Browser eingeben kannst. Hier siehst du nun alle deine Videos, die in der VLC-App abgespeichert wurden. Mit einem Klick kannst du Videos direkt herunterladen. Fotos kannst du über diese Variante jedoch nicht übertragen, da diese in der App nicht angezeigt werden. Letzte Möglichkeit, die wir dir zeigen wollen, wie du Bilder und Videos auf dem PC übertragen kannst, bietet dir die iCloud. Dafür musst du in den Einstellungen unter Fotos die Funktion iCloud Fotos aktivieren. Geh an deinem PC auf iCloud.com und logge dich hier mit deiner Apple ID ein. Klicke dann auf Fotos. Hier siehst du alle deine Fotos und Videos, die in die iCloud hochgeladen wurden. Wenn du die Funktion gerade erst aktiviert hast, werden dir wahrscheinlich nicht alle Fotos und Videos in der iCloud angezeigt, da es etwas dauern kann, bis alle Daten hochgeladen wurden. Markiere mit der gedrückten STRG-Taste alle Bilder, die du herunterladen möchtest. Klicke dann oben rechts auf die kleine Wolke mit dem Pfeil nach unten, um die Bilder zu downloaden. In der linken Leiste kannst du auch auf deine erstellten Alben zugreifen und diese herunterladen.
Solltest du keinen iCloud-Speicher dazu gebucht haben, stehen einem standardmäßig 5 GB zur Verfügung. Übersteigen deine Fotos und Videos diese Grenze, wird alles über 5 GB nicht mehr hochgeladen. Um diese Daten nun auch zu übertragen, musst du dir entweder weiteren Speicher dazu kaufen oder du löschst deine bereits übertragenen Fotos und Videos vom iPhone, damit die restlichen Daten ebenfalls hochgeladen werden können. Wenn die Übertragung bei dir nicht geklappt hat, solltest du dir einmal dieses Video angucken. Hier zeigen wir, welche Probleme bei der Bildübertragung auftreten können und wie du sie behebst.